Fäden, die gerade hier gesponnen wurden, aufnehmen. Unter anderem die schlimme Kritik, die jetzt am Zentrum für Lehrerbildung geübt wurde. Und auch der Fakt, dass jetzt die erste Phase der Lehrerbildung schon oft kritisch angemerkt wurde. Das heißt also, es gibt keine Medienbildung in der Lehrerbildung. Insofern erstmal Hoffnung am Horizont. Es gibt digitale Medien und Medienbildung in der Lehrerinnenbildung. Und Sie sehen es schon an meiner Überschrift vom Projekt zum Konzept. Also es gibt es noch nicht natürlich strukturell verankert, aber es gibt einen Anfang, es gibt ein Projekt. Das Projekt ist jetzt dabei auszulaufen, aber wir versuchen, das am Institut, am Zentrum für Lehrerbildung zu verankern und also mehr sozusagen in die Lehrerbildung hineinzubringen. Ja, ich habe die Überschrift für die nächste Folie mit einem Fragezeichen formuliert. Medienbildung in der Lehramtsausbildung. Gibt es das? Gab es das? Es gab es tatsächlich überhaupt gar nicht. Also unser Projekt hat im Oktober 2013 angefangen. Es hatte auch mehr etwas mit dem Zufall zu tun. Es gab eine Initiative von unserer Arbeitsgemeinschaft an der Universität, der Arbeitsgemeinschaft für E-Learning, die gesagt hat, wir können einen Projektantrag stellen, um Infrastruktur für die Uni Potsdam zu kaufen. Infrastruktur, digitale Infrastruktur erstmal für die Lehrerbildung. Und so ist überhaupt also von dieser Außenstelle der Arbeitsgemeinschaft E-Learning, die für die gesamte Universität arbeitet, der Kontakt aufgenommen worden zum Zentrum für Lehrerbildung. Und dem Zentrum für Lehrerbildung wurde dieser Vorschlag gemacht. Macht einmal was in diese Richtung. Und so ist eigentlich die Lehramtsausbildung zur Medienbildung gekommen. Ja, ein paar Daten und Fakten. Ich habe vorher in der Arbeitsgemeinschaft E-Learning an der Universität Potsdam gearbeitet, bin jetzt eben am Zentrum für Lehrerbildung tätig für das Projekt. Wir waren insgesamt 3 Mitarbeiter. Wir hatten das Projekt, das war ein EFRE-Projekt, eine Bewilligung von ca. 500.000 Euro bekommen für ein Jahr. Darin enthalten 3 Stellen für Mitarbeiter und entsprechend Geld zur Anschaffung von Geräten. Ganz kurz vielleicht zu den Fakten der Universität Potsdam. Das ist eine mittlere Universität, hat 20.000 Studenten, davon sind ca. 4.000 im Lehramt. Und die Universität Potsdam ist auch die einzige Universität in Brandenburg, die für die Lehramtsausbildung zuständig ist. Das Ziel des Projektes, Sie haben es schon gesehen auf der vorherigen Folie war das zu sehen als Medley, Medienbildung in der Lehrerbildung, hatte zum großen Ziel, erstmal eine medientechnische Infrastruktur zu schaffen. Medientechnisch bedeutet also hier doch in Richtung digitale Medien. Wir haben das so gestaltet, dieses Geld, was es gab, ein bisschen aufzuteilen. Wir haben gesagt, jeder Fachbereich hat ca. 20.000 Euro zur Verfügung und kann entsprechend Geräte dafür anschaffen, muss aber gleichzeitig ein Konzept entwickeln, wie diese Geräte eingesetzt werden. Und zwar eben nicht nur im Sinne von, ich kaufe jetzt 4 MacBooks und die bekommen meine Mitarbeiter, sondern das sollte wirklich sein, dass die Geräte, die angeschafft wurden, einfach in der Lehrerbildung im Unterricht, also in der Lehre eingesetzt werden, dass sie den Studenten zugutekommen. Das war völlig frei für die einzelnen Fachbereiche. Sie durften individuell ihre Geräte auswählen, je nachdem auch, was einfach ihr Konzept war. Das war also daran gebunden. Was die ganze Sache auf der einen Seite sehr schön gemacht hat, weil es gab praktisch kein Gerät, ohne dass gleichzeitig ein Konzept dahinter war, ein spezifischer Einsatz. Andererseits können Sie sich natürlich vorstellen, mit dem administrativen Aufwand, der eine Universität damit verbunden sein kann, für faktisch 500.000 Geräte zu kaufen
Und das nicht sozusagen in einem großen Packen zu tun, also nicht zu sagen, wir möchten gerne 200 iPads und 300 Android-Geräte und so weiter, sondern wirklich ganz, ganz kleinteilig, hat das Projekt enorm viel Zeit verbraucht, damit diese Geräte erstmal zu schaffen und also anzuschaffen und natürlich entsprechend auch an die in der Universität zu inventarisieren. Als nächstes würde ich Ihnen gern zwei von den Projekten ein bisschen näher vorstellen, ganz kurz nur, damit Sie eine Vorstellung haben, was wir überhaupt so geschaffen haben. Es sind zwei sehr schöne Projekte. Einmal ist das hier von der Informatik. Ich muss dazu sagen, insgesamt waren es über 20. Also es gab ein enormes Interesse daran, dieses Geld zu nutzen und auch die Möglichkeit zu nutzen, digitale Geräte anzuschaffen und sie in der Lehrerbildung einzusetzen. Also der Bedarf ist sehr hoch. Und insgesamt eben über 20. Die Informatik war natürlich auch dabei. Finde ich ein sehr interessantes Projekt. Hier geht es um Physical Computing. Das sind also, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Raspberry Pi, Arduino. Das sind Minicomputer bzw. Mikrocontroller, die man im Prinzip selbst programmieren kann. Und Informatikstudenten entwickeln hier sozusagen interaktive Objekte, Artefakte. Was Sie sehen, es ist jetzt sind nicht die besten Fotos, aber es geht darum, hier war das Projekt ein interaktives also ein interaktives Treibhaus zu entwickeln. Also es sollte ein Haus sein, was darauf reagiert, wie die Außentemperaturen sind, wie die Luftfeuchtigkeit ist und so weiter. Und die zuständige Lehrende hat eben die einzelnen Mikrocontroller gekauft. Die werden dann zusammengebaut und die Studierenden können sich im Prinzip eigene Projekte überlegen. Im Prinzip also, was möchte ich bauen mit den Materialien, die vorhanden sind und wie kann ich das auf der anderen Seite wiederum vielleicht später in meinem Informatikunterricht einsetzen. Was dafür benutzt wird, hat einerseits sozusagen diese sehr kreative und konkrete Seite, dass man eben wirklich etwas herstellt. Auf der anderen Seite geht es auch darum, zu programmieren mit der Programmiersprache Scratch. Das ist so ein bisschen puzzleartig, kann man sehr schnell Grundkompetenzen im Bereich der Programmierung vermitteln. Also ein Beispiel aus der Informatik. Das zweite Beispiel kommt aus der Physik. Smartphones waren ja schon ein Thema, Smartphones im Unterricht sind sehr leistungsstarke Messinstrumente für die Physik. Das sind Dinge, die ich gelernt habe. Also in so einem Smartphone kann man die Feldstärke messen, man kann Geschwindigkeiten messen. Und hier ging es eben darum, diese Messinstrumente, die in so einem Smartphone schon enthalten sind, einfach mal zu nutzen, um Experimente in Physik durchzuführen. Der zuständige Professor, der für dieses Projekt verantwortlich war, hat als Idee, also seine sozusagen übergreifende Idee ist, dass die Schüler die Smartphones nutzen als Hausaufgabe außerhalb des Unterrichtes, um bestimmte Messungen durchzuführen. Und dann in der Unterrichtsstunde werden dann diese Messdaten ausgewertet. Und auch hier war sozusagen das Ziel, weil wir sind ja nun mal in der Lehrerbildung, wir sind also so ein bisschen eigentlich im Scharnier zwischen Hochschule und Schule. Für uns ist also wichtig, dass einerseits digitale Geräte in die Lehramtsausbildung kommen, dass sie da benutzt werden. Auf der anderen Seite wollen wir konkrete Szenarien entwickeln für die Schule, die die Studenten entwickeln, mitnehmen und dann in der Schule einsetzen. Also zum Beispiel während des Studiums in ihren Praxisphasen oder dann natürlich später als Lehrende. Und auch hier sozusagen ging es erstmal darum, überhaupt entsprechende Szenarien zu entwickeln, diese zu dokumentieren und dann zur Anwendung zu bringen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich nicht mehr Material mitbringen konnte, aber es liegt daran, dass, wie gesagt, das Projekt wirklich gerade erst eigentlich so richtig angelaufen ist. Wir haben im Oktober 2013 begonnen, da war das Geld da. Wir mussten also erstmal die Geräte bestellen, es musste
dokumentiert werden, welche Geräte überhaupt in Frage kommen. Bis die mal da waren, hat es sehr, sehr lange gedauert. Und jetzt gerade das Wintersemester zu Ende und die Dinge sind jetzt gerade in diesem Semester in einigen Projekten schon mal zum Einsatz gekommen. Also wir werden auf jeden Fall im nächsten Semester mehr Projekte in dieser Richtung sehen. Vielleicht nochmal das Beispiel auch, das sind andere Konzepte, die innerhalb des Projekts entwickelt wurden. Da geht es also, die Bandbreite ist sehr groß. Es geht einmal ganz einfach eigentlich, Lateinunterricht Go Smartboard. Da ging es nur darum, wir haben ein Smartboard, wir wollen ein Konzept entwickeln, wie man das Smartboard im Unterricht einsetzen kann. Oder auch ein großes Thema ist überhaupt Video, das Filmen von Unterrichtssequenzen. Das hätten wir nicht gedacht, dass also Kameras eine große Rolle spielen. Es geht also wirklich darum, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, ihre eigenen Unterrichtssequenzen zu filmen und dann wirklich Sequenzen, nicht den ganzen Unterricht, und das dann gemeinsam mit dem entsprechenden Lehrenden analysiert wird. Oder auch zur Dokumentation. Also hier geht es zum Beispiel in Musik, geht es darum, die Umsetzung, wie lerne ich zum Beispiel ein Musikstück, wie baue ich das im Unterricht auf, das sollte auch dokumentiert werden, aber eben mit Video. Ja, und natürlich sind mobile Geräte ein ganz großes Thema. Also man merken halt auch bei den Anforderungen für diese Kurse am Rande, sondern das große Thema waren interaktive Whiteboards und Tablet-PCs. Interaktive Whiteboards, dazu muss man eben sagen, da sind die Schulen zum Teil besser ausgestattet als die Universität. Es gibt gerade in Brandenburg sehr viele Schulen, wo es interaktive Whiteboards gibt. In der Universität hat es bisher überhaupt noch gar keine Rolle gespielt. Und wir hatten sehr oft die Rückmeldung von den Studierenden, dass sie an diese Schulen kamen. Da hing dort ein interaktives Whiteboard. Sie hatten das aber in ihrer Ausbildung überhaupt noch gar nicht gesehen. Also die Problemlage ist sehr dringend eigentlich. Ja, Probleme und Herausforderungen bei unserem Projekt, das möchte ich noch ganz kurz vielleicht ansprechen, dass eben natürlich alles, was Ausstattung anbelangt, dafür ist die Administration nicht wirklich ausgelegt. Also es war ein Riesenproblem, diesen Mikrocontroller zu bestellen zum Beispiel, obwohl die eigentlich einen sehr tollen, kreativen Informatikunterricht ermöglichen können. Wir haben das Problem natürlich auch bei uns, dass wir den Personalwechsel haben bei wissenschaftlichen Mitarbeitern. Das heißt, es wurden Konzepte entwickelt von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die dann aber keine Vertragsverlängerung bekommen haben. Und dann hängt so ein Projekt einfach mal in der Luft. Und wir haben es mit Widerständen zu tun. Und da muss man sagen, die Widerstände existieren bei den Studierenden und den Lehrenden. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, also woran das beim Lehramtsstudierenden liegt, aber es ist doch so, und es gibt einzelne Studien, zum Beispiel von Herrn Professor Aufmanger in Mainz, die so ein bisschen belegen, dass es, wenn die Schüler nicht mehr wissen, wie man konkret schreibt, ein Diagramm entwirft, dann gehen einfach Fähigkeiten verloren, die eben für viele Lehrenden immer noch wichtig sind. Und es ist irgendwie sehr schwierig, argumentativ auf diese Probleme einzugehen, weil es ein sehr emotionales Thema auch für viele Lehrende und Lehrer ist. Und bei uns ist immer noch auch das Problem mit der langfristigen Perspektive. Ich hatte das angekündigt, das war bei uns ein Projekt. Es war begrenzt auf ein Jahr, aber wir haben es noch nicht geschafft, Medienbildung wirklich strukturiert in der Lehrendenbildung zu verankern. Deshalb gibt es diese Visionen, die ich habe und ich denke, die auch Sie natürlich haben, die hier schon angeklungen sind. Wir möchten Medienbildung im Curriculum der Lehramtsstudentinnen verankern. Und ich denke, da bin ich auch auf einer Linie mit Herrn Gietze, vielleicht unterhalten wir uns auch nochmal, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass jeder Lehramtsstudent zumindest ein Seminar durchläuft, in dem er
gefordert wird, ein Schulszenario, ein Unterrichtsszenario umzusetzen mit digitalen Medien. Für uns ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wo siedeln wir das an, weil wir haben genau die Probleme, wie sie überall sind. Es gibt ein unheimliches Gerangel. Jeder hält natürlich, hat andere Prioritäten, und wir haben gerade die Studienordnung reformieren müssen, weil es ums Praxissemester ging und so weiter. Wir können nicht so leicht einfach eine Medienbildung ohne weiteres also curricular verankern. Wir denken, es gibt eine Möglichkeit, das über die akademischen Grundkompetenzen zu machen, dass es da vielleicht ein Seminar gibt, das jeder Student irgendwie durchlaufen muss, der in der Lehramtsausbildung ist. Aber es ist sehr schwierig, das wirklich formell durchzusetzen. Ja, und der nächste Punkt, Medienprojekte, die in der Hochschule in den Fachdidaktiken geplant werden, finden ihren Weg in die Schule. Das Schöne an der Lehramtsausbildung bei uns ist, dass wir, also was sich so ein bisschen verändert hat, es gibt mehr Praxisanteile jetzt in der Schule. Es gibt zum Beispiel ein Praxissemester. Und es wäre total super, wenn Studierende in der Vorbereitungswoche vor dem Praxissemester ein Szenario entwickeln könnten oder vielleicht auch in ihren Seminaren, dass sie dann im Semester direkt einsetzen. Ja, ich bin auch sozusagen fast fertig. Ja. Nur ich arbeite noch die Folie ab und dann, ja. Ja, abgeordnete Lehrer sind auch so eine Möglichkeit. Das gibt es. Es gibt Lehrer, die arbeiten an der Schule und in der Universität. Und wir haben festgestellt, dass die eine sehr, sehr gute Brücke sind, weil sie mit den Studierenden im Seminar arbeiten. Und die nehmen ganz, ganz viel von dem auf, was auch von den Studierenden kommt. Also auch Ideen sozusagen für Szenarien in der Schule. Und können aber gleichzeitig ganz gut in die Schule hineinblicken und sagen, das ist dort möglich, das ist nicht möglich, oder lasst uns doch mal etwas gemeinsam erstellen. Ja, und ich glaube, die nächsten Punkte, gemeinsame Weiterbildungsangebote, Besuche von Schulen, auch dass die Schulen eigentlich zu uns kommen, finden wir eigentlich ganz, ganz wichtig, dass Schüler im Prinzip ausprobieren können, wie das ist, mit neuen Medien zu arbeiten, und dass im Prinzip auch da die Möglichkeit besteht, für die Lehramtsstudierenden hier mal Szenarien zu erproben. Und der ganz große Traum wäre eigentlich die Einrichtung eines Medienlabors. Labor klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber da geht es einfach nur darum, einen Raum zu haben, in dem verschiedene digitale Medien zur Verfügung stehen, Kameras, Tablets, interaktive Whiteboards und so weiter, wo diese Szenarien, die eben entwickelt werden, wirklich mal erprobt werden können. Und auch, wo vielleicht eben solche Besuche von Schulklassen und so weiter möglich sind. Ja, da ich jetzt schon darauf hingewiesen wurde, dass ich mich mit der Zeit etwas begrenzen soll, würde ich das auch gerne sozusagen bei dieser Vision belassen, wohl wissen, dass es unendlich viele Hürden gibt, diese zu erreichen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es gibt einen Hoffnungsschimmer. Wir haben damit angefangen und hoffen, dass wir damit weitermachen können. Dankeschön.